Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Remastered. Wir machen die Hauptquest, die Klinge im Dunkeln, oder eine Klinge im Dunkeln weiter. Und das hier ist die 12. Folge und bisher, bei diesen ganzen Folgen, hat die Elgato nicht einmal gespackt. Ich finde, da kann man mal klatschen, ja. Weil das ist schon echt Weltwunder. Hier auf meinem Kanal. Oh, was ist denn hier los? Holy fuck, ist das der Drache, der das macht? Ziel, Grodova Ulze. Slendid Wolf. Lol. Ich dachte gerade, ich bin gestorben. Oh! Alduin Turi. Boantit Fokria. Srikse Jun Krusik. Gees Halognir Kalimir. Fullo sei Dovakin. Zu Koaf nit null doof doi. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir. Krita Jore. Alter, habt ihr das gesehen? Der Drache hat wieder Haut. Ich weiß, wie wir kämpfen mit Feuerdrachen. Ganz einfach mit Eis, aber ich habe kein Eis. Ich habe zwar Eis, aber das ist nicht gut. Oh! Hilfe! Wo ist denn die alte? Delfin oder wie die auch hieß? Ich bin Salognir. Ist sie einfach weg? Oder was ist mit der? Meine Stimme und Verzweifeln. Da ist sie! Ich hab sie gerade gesehen. Hier, weiter reichendes Feuer. Da zack, zack, zack. Was wie hier jetzt. Ah! Scheiße, ich hab keine Magie mehr. Moment, dagegen habe ich was. Tränke. Tränke sind das beste Mittel. So. Und jetzt stirb. Ich hätte gar nicht so viel machen müssen. Verflixt, ihr habt es geschafft. Wartet, etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Dann seid ihr also wirklich... Was soll ich denn sonst sein? Natürlich bin ich das Drachenblut. Ja. Es stimmt, ihr seid... Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Alles klar. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Und was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Und zwar in Helgen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, als Ulfric vor den Kaiserlichen geflohen ist. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Die Klingen. Wer ist das oder was macht ihr? Wer seid ihr? Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Und was ist unser nächster Schritt?
Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Das habe ich doch, glaube ich, schon mal gefragt, oder? Aber egal, weshalb sind die Talmoor hinter euch her? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Okay, und wieso denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts Handfestes, noch nie. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Ja, an sich hat sie ja recht, aber gut. Helf mir auf die Sprünge. Wer waren nochmal die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Okay. Hä? Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Und wie kommen wir in die Botschaft? Er hat sie ja gerade gefragt. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Alles klar. Schlüssel zu Delphins Geheimtüren zugefügt. Ah ja, der Schrank. Diplomatische Immunität. Treff Delphin in Flusswald. Ja gut, das ist ja so eine übliche Quest. Aus diesen Dingern kommen die also hier. Ah. Na, ihr wisst, wo diese Löcher herkommen, ne? Das ist doch kein untergrabener Kerker. Das hier sind die Löcher, wo der Drache hierher kam. Und da hinten sind ja noch mehr gewesen. Das ist interessant. Das heißt, der Drache belebt die wieder, oder was? Das sah ja so aus. Der hat ja geschrien in diesen Dingen und dann sind die wiedergekommen. Aber wer hat den Hauptdrachen, sag ich jetzt mal, wiedergebracht? Das kann ja nicht der Drache selbst gewesen sein, wenn sie schon mal fort waren. Das ist halt das große Rätsel, was wir zu lösen versuchen. Warte mal, wir können ja die Leute eigentlich mal wieder rausschicken aus der Höhle, oder? Ah, die sitzen schon wieder hier. Die Minenarbeit ist ein hartes Brot, aber wir zahlen einen anständigen Preis für das Erz, das ihr schürft. Oh, ich kann den sogar Malachiterz verkaufen. Ich kaufe alles, was ihr zutage fördert. Ui, nicht schlecht. Was könnt ihr mir über Kühneshain erzählen? Also hatten die Milchtrinker doch recht. Dieser Drache wäre uns fast zum Verhängnis geworden. Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als den Wiederaufbau zu beginnen. Naja, habt da wenigstens was zu tun. Also gut. Würde ich jetzt mal so sehen. Aber du bist hier ganz alleine und bedienst dich einfach, oder was? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Yep. Nase. Was auch sonst. Sind die echt da noch drinne und arbeiten alle? Ah, wer bist du denn? Armer Roggi. Wenn ihr etwas Gutes tun wollt, kauft dem Nord einen Met. Er hat ihn nötig. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der
Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nein, ich weiß es sogar wirklich. Und wer ist Rocky? Er ist schon seit Ewigkeiten in Kühneshain. Ein großartiger Geschichtenerzähler. Er sorgt bei allen für gute Stimmung. Er schuldet mir noch Geld für Getränke. Ich sage ihm immer wieder, dass er sich keine Sorgen machen soll, aber er hat diese sture Nordader. Der verdammte Dummkopf hat nicht genug Geld, um mich zu bezahlen, macht sich Vorwürfe deswegen, wird durstig und alles fängt wieder von vorne an. Okay, und was wäre, wenn ich mit Rocky rede? Wenn ihr ihn davon überzeugen könnt, dass ich nicht interessiert bin, würde ich mich sicherlich besser fühlen. Okay, wir haben eine... Bis zum nächsten Mal. Mini-Quest, eine Nebenquest. Wie nennt man das eigentlich? Ist zwar ein sonstiges Ziel, aber es ist ja auch eine Quest an sich. Nennt man das Mini-Quest? Ich nenne es einfach mal Mini-Quest, so. Ach du! Die Mine steht immer kurz davor einzubrechen. Gut, dass ich da bin, um das zu verhindern. Was macht ihr hier in Kühneshain? Neugierig, was? Ich war Magierin in Morrowind. Hier setze ich meine Kräfte in den Minen ein, um die Tunnel zu sichern. Bei Azura, es wird heiß hier drinnen. Ich benutze Frostsalze für einen Zaubertrank, der die Hitze erträglich macht. Aber ich habe keine mehr. Oh, alles klar. Ich könnte die Frostsalze für euch suchen. Nur zu, falls euch das nicht zu viel Aufwand ist. Wenn ihr wiederkommt, könnte ich euch ein kostenloses Veränderungstraining anbieten. Okay, gut, wenn die Sachen kostenlos sind, dann nehme ich sie natürlich an, weil es ist eine Quest und wenn ich die beende, dann gibt sie mir sowieso so ein Training. Also, ja. Passt auf euch auf. Da kann ich dann nichts machen, das werde ich dann noch annehmen. So, wer bist du denn? Rocky! Ich habe die Metbrauereien von Rifthorn oft besucht, als ich noch jung war. Ich wünschte, ich hätte deren Händchen. Idra möchte, dass ihr euch keine Gedanken mehr um das Geld macht, das ihr schuldet. Wie? Haltet ihr mich für einen Almosenempfänger? Meine Familie hat bislang noch jede Schuld beglichen. Und das seit Tiber Septims Zeiten. Oh, jetzt kann ich ihn bezahlen, einschüchtern. Seid nicht so stur, vergesst die Sache einfach. Na, ja, das wird nicht klappen, oder? Soll ich's probieren? Komm. Da habt ihr wohl recht. Ha! Ein Nord sollte ein derartig großzügiges Angebot nicht aus falschem Stolz ablehnen. Sagt Idra, die Sache sei erledigt. Also, ich könnte das nicht machen, ganz ehrlich. Ja, erzähl ich gleich. Seid ihr aus Kühneshain? Ja, ich bin zwar weit herumgekommen, aber immer nach Kühneshain zurückgekehrt. Mein Clan gehörte zu den ersten, die sich hier niederließen. Der Legende nach entdeckte mein Ahnherr Lenny die Minen, als er in eine finstere Höhle hineinstolperte, um sich zu erleichtern. Hatte zu viel Met getrunken. Natürlich gibt es noch eine Version, wonach Lenny den Familienschild in einer anderen Höhle verlor. Hängt ganz davon ab, wie man glaubt. Das, was er mit seinem Kopf macht, ist ein bisschen ungemütlich, oder? Tut das nicht weh? Euer Ahnenschild ist in einer Höhle verloren gegangen. Meinem Großvater zufolge schon. Er hat geschworen, diese Version der Legende sei wahr. Und sogar die Höhle entdeckt, in die der alte Lenny stolperte. Hey, wenn ihr ihn findet, könnte ich euch einige der Lieblingskampfmethoden des Clans zeigen. Allesamt Schildtechniken. Brauche ich zwar nicht, aber wenn es eine Quest ist, mache ich sie natürlich. Woher wisst ihr eigentlich so viel über Met? Na gut, er ist ein Trinker, ne? Lebenslanges Studium, sozusagen. Mhm. Der Beste stammt aus Rifthorn. Aber da war ich schon ewig nicht mehr. Habt ihr je versucht, ihn selbst zu brauen? Es ist nicht einfach, das könnt ihr mir glauben. Mhm. Hoffentlich stimmt diese Geschichte über Lennys Schild. Ich glaube ja schon. Ja, also ich könnte ja nicht, wenn ich Schulden bei jemandem hätte und der sagt dann, komm, nach was weiß ich wie vielen Jahren, ist beglichen, mach dir keinen Kopf drum, dann könnte ich nicht einfach sagen, ja, okay, gut, aus Stolz nehme ich das an, das Angebot. Ich müsste es trotzdem zurückzahlen, so wie er eigentlich von Anfang an. Weil ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Schulden habe und ich die nicht begleichen soll. Ohne meine blöde Schwester wäre ich gar nicht erst hier. Ich kann nicht glauben, dass sie mich den ganzen weiten Weg zu diesem Schneeball geschleppt hat. Wenn ich schon arm sein muss, dann lieber in Tirol. Ist hier noch jemand gewesen? Oder war es das jetzt hier tatsächlich schon?
Da oben ist einer. Guck einer an. Jetzt habe ich schon 3 Quests gehabt. Also Ildra habe ich jetzt gemacht. Die Schuld. Jetzt habe ich das Ahlenschild und dann die Frostseite. Mensch. Hätte ich nicht erwartet. Und du bist? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Lasst mich allein. Ist wahrscheinlich auch besser so. Karte, zeig mal an. Wo ist denn jetzt hier was? Ja, okay, gut. Wo Flussweit ist, denke ich, weiß ich noch. Okay, die Frostseite, ja gut. Wo ist das Schild? Questmarker wird mir nicht angezeigt. Ach, weil ich das nicht... Ah, okay, gut. Wird mir das jetzt irgendwo angezeigt? Ich sehe das gar nicht. Komisch, ne, ich sehe das nirgendwo. Mit dem Schild. Hä, ich habe das doch aktiviert. In Felsenmoorhang. Warte mal. Warum wird mir das nicht angezeigt auf der Karte? Finde ich jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ach so, du bist die, ja. Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendjemand Neues auf einmal. Hallo? Wow. Hallo, Mann. Stück Holz. Du Stück Holz. Beleidigung des Jahres. Erstmal zu Idra zurückkehren. Oh, da ist ja jemand. Ach, du bist der komische... Willkommen in Kühnesheim. Finde ich lustig, dass sein Sohn einfach mal Kielt auch heißt, nur der Jüngere. Ich finde es auch immer noch witzig, wie manche Leute, also manche Väter ihre Kinder nach sich selbst benennen. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig. Wir könnten das Geld gut gebrauchen. Ja, Roggi wird sich nie wieder beklagen. Es wird schön, ihm nicht immer dabei zuhören zu müssen, wie er über seine Schulden jammert. Roggi hat ein paar Dinge verpfändet, als er noch was zum Verpfänden hatte. Nehmt sie. Das sind wirklich ein paar. Bis dann. Nee, hey, was sie zu verkaufen habt und was sie zu verkaufen hat, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist mir so egal. So, Karte. Jetzt wird's angezeigt, guck. Also. So, Roggis Ahnenschild. Ich glaube, das machen wir dann mal als nächstes, oder? Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Genug auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir da jetzt straight mal hin. Und dann machen wir in der nächsten Mission dann, in der nächsten Folge dann die Quest, die Mission. Weil das ist schön nah und ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Und danach, glaube ich, werde ich auch wieder verkaufen gehen. Das kann ich vielleicht wieder off-cam machen. Alchemieren auch ein bisschen. Hier sind neue Jaspertrauben, ja, ich habe es gesehen. Da ist auch noch eine Mine. Alter, was hier alles ist. Hallo? Danke. Die Mine ist echt super. Ich kann Fußrotar machen. Fußrotar! Die fliegen ja voll geil. Was ist denn das bitte hier? Verpiss dich. Fuß runter! Wie cool. Ah, schön. Geil. Mein Lieblingszauber jetzt schon. Oh! Wo kommt... Oh, geht das mit einem Riesen auch? Ich werde es unbedingt ausprobieren. Oh, ich werde es ausprobieren. Leute, ich werde das ausprobieren. Aber wisst ihr was? Das machen wir morgen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns am Morgen. Zu einer weiteren Folge Skyrim Special Edition. Haut rein und ciao.